Heute Vormittag, 11 Uhr, Königsplatz in Augsburg. Pater Hermann Josef Hupka braucht nur wenige Handgriffe. Und dann ist er einsatzbereit, der mobile Beichtstuhl, das Beichtmobil. Einzigartig in der Welt, laut seinem Betreiber, dem katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Alle Leute dürfen kommen, dürfen schauen, dürfen sprechen, fragen, reingehen. Und wir sind einfach offen, was kommt. Die Idee für das Beichtmobil entstand 2004 auch hier in Augsburg, auf einem Kongress des Hilfswerks. Dessen Gründer war im Nachkriegsdeutschland bereits mit zu Kapellen umgebauten Lastwagen durchs Land gefahren. Seit 13 Jahren tut es Pater Hermann Josef ihm jetzt im Kleinbus nach. Das ist natürlich schon ein Hingucker. Da bleiben die Leute stehen, machen ein Foto, fragen was, erzählen einen Witz vielleicht oder suchen halt auch das Gespräch. Und wir versuchen es dann auch immer so zu machen, dass vielleicht irgendwo noch etwas ist, wo man ein bisschen hängen bleibt. Gell? Dass dann auch noch eine Schüssel Kirschen oder irgendwie ein bisschen Haribo oder sowas auf dem Tisch ist. Einfach als kleine Einladung. Als Einladung hier vielleicht wirklich zu beichten. Aus dem Wohnmobil wird allerdings kein herkömmlicher Beichtstuhl mit Gitterfensterchen und Kniebank. Wer beichten will, sitzt Pater Hermann Josef von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und man muss ja auch nicht unbedingt beichten. Für manche Leute ist es ja vielleicht auch einmal interessant, mit einem Pfarrer zu sprechen und so. Denn heutzutage ist es ja so, dass so manche Seelsorgeeinheit 20.000 Leute hat. Da wird man gar nicht so einfach ein Gespräch bekommen können. Wenn hier schon mal die Gelegenheit ist, die Möglichkeit ist da. Mehr als 10 Beichten hat Pater Hermann Josef bis heute Nachmittag schon abgenommen. Bis um 7 steht er noch auf dem Königsplatz in Augsburg.